Salve, meine lieben Fangia, Brüste raus und heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge von South Park, die reguläre Reisprobe. So, ich bin mal gespannt, wie weit es heute gehen wird. Boah, es wird auf. Da lang! So, sorry, dass ich unterbrechen musste, aber hey, hä? Wir hatten die doch schon längst. Okay, scheinbar wurde bloß wieder aktivieren. Wollte mich schon gerade beschweren. Da lang. Ja. Ist doch schon okay, Eric. Schnell! Wir können den Wichser noch aufhalten. Da ist er! Leute, ihr lebt noch? Oh Gott sei Dank. Mitch Connor wird gleich vereidigt. Kommt, wir müssen ihn aufhalten. Du gehst nirgendwo hin, du Dreckskerl. Gib endlich zu, dass du dahinter steckst. Ich bin nicht auf Mitch Connors Seite, Leute. Hör auf! Du bist Mitch Connor, gib's zu, Cartman! Nein, bin ich nicht! Gib's zu! Nein, Kyle, ich hab keine Kontrolle über Mitch Connor! Du bist Mitch Connor, du warst immer Mitch Connor und du hörst jetzt sofort mit dieser Scheiße auf! Und wie erklärst du dann das, Kyle? Sieh an, die Sache wird langsam interessant. Das ist nicht lustig, Kyle. Das bin ich nicht! Alter, fick dich! Was ist los, Kuhn? Kein glückliches Händchen? Kyle, lass den Scheiß! Wieso bist du sauer? Weil er uns was vorspielt, deswegen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist deine scheiß Hand, Arschloch. Hör auf, mich zu trollen. Inwiefern trollt er dich? Er will mir eine Lektion erteilen, dass man Freunde nicht verarscht. Halt, du gibst also zu, dass du uns was vorgespielt hast? Der Arsch will mir anhängen, dass ich euch getrollt hab. Genau das habe ich gewollt. Die Kuhn-Freunde gehen sich an die Gurgel. Alter, verarscht du uns? Tja, vielleicht. Und vielleicht hat Cartman das gleiche Spiel getrieben. Gibst du es zu, Cartman? Seht ihr? Das ist doch der Beweis, oder? Ich habe keine Ahnung. Wie doch ein Hauch von Misstrauen ein Team auseinanderreißen kann. Na, Freedom Pearls, wen greift ihr an? Mich oder den Kuhn? Okay, Leute, jetzt wird's verwirrend. Hör auf, Kyle, der Scheiß ist nicht witzig. Alter, ich bin das nicht. Bullshit. Was ist, Kuhn? Freust du dich nicht, mich zu sehen? Fick dich, Kyle. Machen wir beide fertig. Der Ereignisse hat sogar mein Superhirn verwirrt. Neue Regel, wenn ich Schaden nehme, kriegt den der Kuhn. Was? Au, fuck. Statuseffekte auch. Was soll der Scheiß? Mitch, hör auf, das ist grausam. Sorry, Humankind, so sind die Regeln. Du mieses Schwein. Ich bin drin, okay. Hä? Au! Ich bin gerade so hart verwirrt. Ah, scheiße, was mach ich denn? Na egal, so kann ich ihn gleich kaputt machen. Die ganze Schaden kriegt Kuhn, hat er gerade gesagt. Diese Zeitschürze sind heftig! Also, Kuhn fall um. Das wird dem Kuhn nicht gefallen. Ach, geil, das ist ja, super schräg! Geil. Ich glaube, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig. Ich mache überhaupt nichts. Doch, ich hau euch jetzt einfach beide um. Was ist mit dir, Freedom Pearl? Wer von uns ist der wahre Schurke? Das ist so viel Druck. Beide. Das pack ich nicht. Ja. Warum kämpfen wir eigentlich immer gegeneinander? Greifst du mich an, greifst du den Kuhn an. So ein Bullshit, Mann. Das ist mir scheißegal. Du bist dran. Gegen wen kämpfst du, Freedom Pearl? Wenn ihr mich fragt, habt ihr Arschlöcher gerade beide Prügel verdient. Seid ihr jetzt zufrieden? Das ist total geil irgendwie. Umgelenkt. Ich schlag da. Wo lacht ihr da ein? Alter, fuck Leute. Das ist unfair. Genau. Sieh an, so sehen wir uns wieder. Mitch aus dem alternativen Universum. Oh Gott, verfick nochmal. Noch mehr Kunde beide zu schlagen? Frage ist, nochmal das jetzt am lauten. Komm mal halt ran. Vielleicht. Falls sich einer davon bewegt, können wir ja hier mit aufballern. Das war jetzt nicht, aber egal. Daneben! Ich war die ganze Zeit da drüben. Ich hätte auch keine angegriffen. Aber egal. Das war geil, ich hab total Der echte Mitch Connor wird euch zeigen, wie es läuft.
So, warum macht das Schild Schaden? Wiederholung daneben. Das ist nicht zu fassen. Nein. Wer sich mit dem Kuhn anlegt, bekommt Mitch Connor. Ja, einen falschen. Wo ist die hin dann? Das gibt garantiert eine Narbe. Du glaubst, du kannst antanzen und einfach Regeln erfinden, du Betrüger? Gut, ohne Schaden zum Lenkung. Hör mit dem Scheiß auf, Kyle. Ja, nimm einfach die Hand runter. Der echte Mitch Connor ist unbesiegbar. Witzig, das wollte ich gerade zu dir sagen. Dann komm, du Blender. Wach auf, Wonder Tweak, die Welt braucht dich. Supercrack braucht dich. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich nicht. Ey, die zwei, die gehen gerade echt mächtig aufs Ei. Tupperdose hält alles frisch. Hierher. Mach Gebrauch davon. So. Eric. Weg mit dir. Alter, das ist so krank und verrückt, aber es ist so geil. Alter. Keine Ahnung, Roman. Ich feier das Game. Ja, mal. Das reicht nicht, um mich auszuschalten, Freedom Bells. Na wohl, weißt du, was das reißt du dann. Du denkst, Crit. Aus dem Weg, Kuhn-Freunde, Daddy ist da. Ja, dass sie sich beide gegenseitig fertig machen. Der Kuhn ist tot! So einfach geht das nicht, Freedom Pearls. Ach, sie wird total behindert. Finde ich auch. Die einzige Art, das zu beenden, ist, beide zu besiegen. Ha! Dein Fester. Moment. Hör auf, sonst breche ich dir die Scheißhand. Eins aus dem Maul. Eine durchaus angemessene Gewalteinwirkung. Aber die Frage, ja, was hat er jetzt gemacht? Was macht er? Was? Da hat er umgehauen. Ist nicht passiert, okay? Sorry wegen des Zugs. Der hat einen Ace umgehauen, ich hab einen Spin. Wechseln wir mal erstmal die Position. Danke. Nein! Was habe ich jetzt für eine Fähigkeit bekommen? Und die stehen gleich wieder auf, frei schon. Du bist nicht mal gut genug, um ein Fake zu sein. Cartman, das ist deine Schuld. Los geht's, Neuer! So, ja. Was hab ich denn für eine Mega Power hier? Weg damit. Nein! Oh. Ich hab die Mitch Connors besiegt. Oh, Alter, es reicht jetzt. Hör endlich auf damit, Kyle. Hör du damit auf! Fettarsch! Sag ihnen endlich, dass du mich nur verarscht hast, sonst hören die nie auf, uns zu verdreschen. Alter Kyle, wenn du uns nur verarschst, dann sag's bitte jetzt. Langsam blickt keiner mehr durch. Wenn ich euch verarschen würde, dann eher genauso. Na gut, vielleicht gebe ich's ja zu. Ich gebe zu, dass ich euch verarscht habe. Aber nur, wenn Kyle es zuerst zugibt. Ich gebe überhaupt nichts zu, bevor er nichts zugibt. Du zuerst. Na gut. Okay, wir geben's beide gleichzeitig zu, okay? Auf drei sagen wir beide, ich hab euch verarscht. Okay? Na gut. Okay, gut. Eins, zwei, drei. Ich hab euch verarscht. Hereingelegt. Ja, du Arschloch! Und schon zu lange hat unsere schöne Stadt eine saublöde Schlampe als Bürgermeisterin, die nie das Verbrechen bekämpft hat. Und jetzt wird Mitch Connor... Okay, genug gequatscht. Macht mich endlich zum Bürgermeister. Das ist Mitch Connor! Los, beeile und vereidigt mich. Okay, um mit der Amtseinführung zu beginnen, würden Sie bitte Ihre rechte Hand heben, Mr. Connor? Ich
schwöre feierlich. Ich schwöre feierlich. Halt! Halt, stopp! Nein! Was ist hier los? Machen Sie mich zum Bürgermeister! Alle mal herhören! Das ist alles nur ein Trick, um das Verbrechen anzukurbeln. Damit das Coon-Franchise erfolgreicher wird als das Freedom Pals-Franchise. Man hat Katzenpisse in die Drogen und den Alkohol gemischt, damit es mehr Verbrechen gibt, die Coon bekämpfen kann. Das war alles der Plan von diesem Wichser. Mitch Connor reitet auf einem fetten Waschbären. Nein, kapiert ihr es nicht? Er ist an allem schuld. Los, zeig ihnen das Selfie, das du gemacht hast. Gut, lade es mir hoch, dann stelle ich es auf Connors Instagram-Account, damit es alle sehen können. Hey, Mitch Connors Plan? Hey, das stimmt wirklich. Du meinst, er hat Gift in unseren Wein und unser Kokain getan? Warum? Ja, warum? Ich sag euch warum. Weil der Neue nicht der Einzige mit einem gefickten Elternteil ist. Mein Dad wurde gefickt, als ich 9 war. Was? Nur 2 Leute auf diesem Podium wissen, wie das ist. Jetzt lass den Scheiß! Psst, ich will das hören! Ich werde meinen Vater rächen. Und wenn alle anderen dafür sterben müssen. Mitch, es ist vorbei. Mom? Was machst du denn hier? Ich bin schon die ganze Zeit da. Du bist nicht schuld, Sohn. Ich bin schuld. Was soll das heißen? Ich war es, Mitch. Ich habe deinen Dad gefickt. Wow! Was? Du hast meinen Dad gefickt? Warum? Ich habe das für uns getan. Du solltest eine Zukunft haben. All die Jahre jag ich die Person, die meinen Dad gefickt hat, und dann war es meine Mutter? Bleib ganz ruhig, Mitch. Fick dich, Kuhn! Du bist vielleicht cool, aber das ändert auch nichts. Wie war das, Mom? Hm? Hast du ihn dabei in die Augen gesehen, als du ihn gefickt hast? Mitch, das ist schon so lange her. Für mich nicht. Ich denke jeden Tag dran. Vergib ihr, Mitch. Bitte sag mir, dass ihr ihm das nicht abkauft. Dafür werde ich dich umbringen. Dann bring mich um, Mitch, bitte. Bring du mich um, ich kann nicht mehr. Ich bring dich um, du bringst mich um. Nein, ich bring dich um. Also, zum Glück wird dieser Typ nicht Bürgermeister. Kommt mit, Leute! Wir besorgen uns in der Nachbarstadt saubere Drogen und Alkohol! Ja! Ja! Du bist das Kitzelmonster! Nein, du bist das Kitzelmonster! Oh, hallo, Schatz! Warst du mit deinen Freunden spielen? Ist das nicht eine tolle Stadt? Ich finde es toll hier. Ich bin froh, dass wir damals reinen Tisch gemacht haben, was unser Kind angeht. Ich fühle mich... Ich weiß nicht, als ob unser Leben jetzt irgendwie anders wäre. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Sag mal, würdest du uns einen Moment entschuldigen? Mami und Daddy müssen oben etwas erledigen, weißt du? Oh, du kleiner Schelm. Dachtest du wirklich, du könntest verhindern, dass schlimme Dinge geschehen? Begreifst du nun endlich, dass das Chaos dich immer einholt? Du hast versucht, ein Held zu sein. Lass doch mal deine dunkle Seite raus. Es gibt nur eine Wahrheit in diesem Leben, weißt du? Ganz egal, wie sehr du versuchst, die Vergangenheit zu ändern. Dein Dad hat immer deine Mom gefickt. Was macht man das für ein Ende? Scheiße. Also, Leute, das war's. Ich würde sagen. Scheiße. Alter, nee. Das war's jetzt. Was will man dazu sagen? Die haben gerade mein Gehirn gefickt mit dem Ende. Ich würde sagen. Mal gucken, was hier am Ende ist. Falls nichts mehr kommt, dann wisst ihr das, weil ich jetzt schaue. Salve, dir gefällt mein Video, dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da, würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann. Klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video.
Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Joey.